Hey, hier ist Kamal von TechStage und herzlich willkommen zu der allerersten Ausgabe von Alte Jeans. Nun, wir kriegen alle täglich neue Smartphones zu sehen. Sie werden angekündigt, wir gucken uns die hier vor Ort an und dann bewerten wir sie. Dann wisst ihr, ob man sich die Telefone kaufen soll oder nicht. Aber dann gibt es Smartphones, wo sich ein zweiter Blick definitiv lohnt. Warum? Weil es vielleicht eine Preisattraktivität gibt, die Hard- und Software sind aktuell, oder aber es geht um die Robustheit des Smartphones. Und heute machen wir das. Wir machen etwas Neues mit etwas Altem. Wir schauen uns das Moto X aus dem Jahr 2014 an. Also ich habe das Moto X, seitdem es wirklich auf dem Markt verfügbar ist. Und das ist mein Haupttelefon gewesen, also ich habe es jeden Tag genutzt. Ich habe es aber auch jeden Tag in meiner Jeans gehabt. Ich habe es versucht, so pfleglich wie möglich damit umzugehen. Habe ich natürlich nicht immer geschafft. Ich habe es manchmal auf den Tisch geworfen, es lag bei mir unter der Bettkante. Aber es ist vom Zustand her ein gutes Telefon. Also schaut euch das Gerät jetzt an, die Rückseite sieht hervorragend aus. Der Metallrahmen hat etwas mitgenommen, leichte Kratzer, die sieht man nicht. Aber einmal ist es mir hingefallen, oben rechts, das ist sichtbar. Ansonsten habe ich das Telefon nicht nur in der Jeans gehabt und auf dem Tisch, sondern auch in meiner Kfz-Halterung im Auto. Und auch das hat das Telefon sehr gut überstanden. Schauen wir also zurück. Das Telefon, obwohl es mehrere Monate alt ist und ich nicht wirklich pfleglich damit umgegangen bin, sondern versucht habe, pfleglich damit umzugehen, hat es noch einen enorm guten Zustand. Einmal habe ich jetzt auch zum Strand mitgenommen. Ich habe natürlich jetzt bin natürlich nicht baden gegangen mit, aber das Telefon ist nano-coated, das heißt Spritzwasser macht am Telefon nichts aus. Natürlich sollte man das jetzt nicht wirklich im Sand verbuddeln oder sowas, dazu ist das Telefon nicht ausgelegt. Aber Punkt Solidität, also Robustheit, macht das Telefon einen sehr guten Eindruck, obwohl es schon etwas gealtert ist. Sprechen wir über Performance. Das Telefon läuft mit Android 5.0 Lollipop und heute, wo wir das Video gerade machen, da wird 5.1 seitens Motorola ausgeliefert und das Telefon ist kurz davor, es auch gerade zu bekommen. Ich muss es nur einigermaßen stark aufladen. Ja, also es ist ein recht aktuelles Smartphone, was die Software angeht. Und Software ist auch der nächste Punkt, mit dem wir weitermachen. Hier läuft, wie gesagt, dann 5.1 und die Oberfläche ist dann Vanilla UI von Google, die, wie wir alle kennen, wirklich sehr sauber, sehr schnell, eine performante Software und auch von der Hardware-Seite ist alles soweit richtig. Es gibt keine Bloatware. Sprechen wir über Funktionen, denn das ist, was das Telefon einigermaßen etwas ausmacht. Und zwar hat es Gestensteuerung, das heißt, wenn ich im Auto bin und quasi so eine Geste mache, dann kann es darauf reagieren und ich muss nicht wirklich was anfassen oder sowas. Das ist beim Autofahren hilfreich. Ansonsten hat es aber auch eine Sprachsteuerung, die auf den Satz Okay Moto X reagiert oder man kann irgendeinen anderen Satz verwenden und dann einfache Dinge fragen aus dem Internet oder auch einen Befehl schicken und sowas sagen wie schick eine SMS an oder eine WhatsApp-Nachricht an. Das funktioniert hervorragend. Was mich etwas stört, und das ist mein Kritikpunkt, ist, dass der Akku, und da gehe ich wieder in den Performance-Bereich, ist, dass der Akku nicht genau das verspricht, was er damals versprochen hat. Früher kam ich damit auf 9 und 10 Stunden. Jetzt, bei der gleichen Nutzung, komme ich auf 6 bis 7 Stunden. Und das ist, wie gesagt, was mich etwas stört. Sprechen wir über Preisattraktivität. Ja, es gibt natürlich einen Grund, weshalb wir euch das Moto X gerade zeigen, weil Motorola den Preis enorm gesenkt hat. Wir sprechen über 309 Euro. Und das über den Motorola Moto Maker. Das heißt, man geht auf motorola.com, kann sich das Telefon sehr stark individualisieren. Ich kann also entscheiden, möchte ich Holz hier haben, möchte ich Plastik, möchte ich Leder, welche Farben sollen das Ganze sein, Akzente, selbst eine Beschriftung, all diese Sachen sind möglich. Und das für ein gutes High-End-Smartphone, was 309 Euro kostet. Deshalb der Blick in alte Jeans auf das Motorola Moto X. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.